Wir haben sie gebaut, um unsere Kriege zu führen. Wir haben ihnen künstliche Intelligenz gegeben und sie mit unvorstellbar zerstörerischen Waffen ausgerüstet. Jetzt ist diese Entwicklung der Menschheit zu ihrem schlimmsten Albtraum geworden. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich, ihr habt es schon im Intro gesehen, Earthsiege 2, ein schönes Spiel von Sierra aus dem Jahre 95 und das war bei den Gold Games dabei. Puh, ja, und um was geht es in dem Spiel? Ihr habt es im Intro ja schon gesehen, wir müssen irgendwelche gegnerischen Monster zerstören und wir fangen direkt an. Fuxi ist unser Name, yippie, Fuxi. Schwierigkeit kann man ja noch wählen, grün ist einfach. Normal ist normal, Veteran ist schwer, Elite ist sehr schwer. Ich denke, wir können normal, ist akzeptabel und ab dafür. Ja. Welcome back to the fight, soldier. I hope you enjoyed your leave. We don't have much time, so I'll get straight to the point. The Cybrids are back in a big way. Assault transports have touched down in Alpha, Delta and Echo sectors. There's no longer any doubt. Prometheus has re-established control over the entire Cybrid command network. The moon is the jump-off point for the Cybrid invasion. Our spy sats imaged a massive base complex on the dark side before they got blasted. Intelligence confirms that Prometheus is operating from this compound. We're working on a plan to deal with the base, but right now our top priority is defending Earth. I'm posting you to Alpha Sector, where we're about to begin trials of our new air skimmer prototype. You'll be one of the test pilots. If the Razor checks out, we can begin full production. Good luck, soldier. I know you won't let me down. Gearling out. Ja, da wisst ihr eigentlich kurz gefasst, um was es geht. Die Hybriden sind da. Das sind so, ich sag mal, Roboter. Die bedrohen die Erde. Und wir müssen die jetzt verteidigen. Mit Prometheus müssen wir sozusagen besiegen. So, wir speichern erstmal ab hier. Können ja beliebig speichern. LP. Zack. Und schon gespeichert. Nicht Ausgang. Wo komme ich da hin? Ja. So, Waffen. Na, die lassen wir erstmal. Für den Anfang reicht das. Reparatur brauchen wir nicht. Da haben wir Autoreparatur aktiviert. Bauen können wir später. Da reicht uns das Material noch nicht. Hier das Waffenarsenal, was wir bauen können. Und Besatzung, die teile ich jetzt hier erstmal zu. Zack. Braxton, Pierce und Logan. Halt, Quatsch. Ich hätte gern den hier. Du kriegst den. Du nimmst den und zack. Und da geht's auch schon in die erste Mission. We've tracked several Herc pods dropping into the sector. I'm sending your squad in to patrol the area. Ja, so viel dazu. Einsatzziele. Achso, erstmal die Karte. Also wir haben vier Wegpunkte, die wir abarbeiten müssen. Jetzt gucken wir erstmal die Karte an. Einfach alles zerstören, was wir sehen und Rock'n'Roll! Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie die Steuerung hier überhaupt war. Systeme aktiviert. Alle Systeme nominal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich spiele das mit dem Joystick. Oh, da ist schon links der erste eingeschlagen. Wir gehen mal direkt in die Richtung. Automatische Zielverfolgung aktiviert. Kann man auch machen. Es gibt zwei verschiedene. Also immer manuelles Zielen und einmal automatisches Zielen. Das ist dann hier sozusagen das hier. Das da dann automatisch in die... So, dann machen wir schon mal einen Drohschuss hier. Es soll eigentlich in diesem Level auch Hintergrundmusik geben, aber davon sehe ich jetzt gerade nicht so viel. Also ich höre nicht so viel davon, eigentlich schade. Weil die Hintergrundmusik relativ... Da muss doch bald mal drauf sein, drauf gehen hier. Nee. Automatische Zielverfolgung deaktiviert. Ich würde den gerne unten am Fuß treffen. Weil... Bremsen.
Halt. Die Steuerung ist ein bisschen... Weil das bringt mir nämlich mehr Ressourcen. Als wenn ich den einfach unten, als wenn ich ihn einfach auf seinen Körper schieße. Bremsen. So, ja, genau. So sollte es sein. Wir brauchen nämlich Ressourcen dann, um neue Roboter-Einsatzwaffen zu bauen. Irgendwann mal später. So, den ersten Wegpunkt hätten wir erreicht. Hinten ist wieder einer eingeschlagen. Ihr habt es gesehen. Die kommen so als so eine Art Komet runter. Wir halten mal direkt drauf. Ja, habe ich auch gesehen. Braxton, vielen Dank. Wir werden mal direkt drauf zuhalten. Was ist das für einer? Der schießt jetzt schon. Das kann doch nicht sein. Mal schauen. Ha! Perfekt. Den hätten wir auch immobilisiert. Hier fliegen auch feindliche Flugzeuge rum. Auf die gehe ich aber nicht so gern, weil die kriegt man so schlecht. Hier ist unser Status, noch alles in Ordnung. Hier kann ich Befehle geben, meinen Kollegen. Karte vom Terrain, Radar, Ziel. Ich mache eigentlich immer das Ziel an, weil da sehe ich direkt, was Sache ist, sozusagen. Bon, bon. Ganz schön schwerfällig, der Hawk. Das sind der Hawks, so heißen die. Das sind so große Roboter, wo man sich als Mensch reinsetzt und die Roboter laufen dann. Das habt ihr am Anfang schon gesehen. Das ist schon der nächste. Ein bisschen Geschwindigkeit verringern. Erreicht. Ha, und wieder. Ein erledigt. Ja, das habe ich früher sehr gern gespielt und natürlich jetzt umso mehr. Ich musste mir dafür extra eine Windows XP VM aufmachen und ich hätte erwartet, das ruckelt eigentlich mit unter einer Windows XP VM und Fraps-Aufnahmen und so weiter. Aber nö, das scheint ordentlich zu funktionieren. Das sind halt die guten alten Spiele. Die waren noch nicht so ressourcenfressend. So, Wegpunkt erreicht. Da sind gleich wieder welche eingeschlagen. Und zwar geradeaus. Vor uns, ja, das Gelände ist ein bisschen automatische Zielverfolgung ist ein bisschen holprig. Der ist schon ein bisschen angeschlagen, sehr gut. Gehen wir mal einen kleinen Warnschuss. Dreh dich in die Richtung. Drehen. Der war doch noch ein anderer gerade gewesen. Wo habe ich den verpasst? Egal. So, bitte einmal ausrichten. Danke. Ach, dort ist er, dort ist er, dort ist er, dort ist er. Hoch, 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 hoch. Bremsen, bremsen. Quatsch. So, hätten wir auch erledigt. Nice, so muss es sein. Wegmarkierung erreicht. Und das war auch schon die erste Mission. Ja. Cool. Man könnte jetzt auch noch irgendwelche Flugzeuge abschießen, aber die werden wir eh nicht hinkriegen. Oder? Hier oben kann ich nicht. Ja, Einsatz erfolgreich, das war's. Da oben kommen wir eh nicht ran, oder? Oder? Nee, komm. So, Einsatz erfolgreich. Da weiß ich jetzt nicht, muss ich hier manuell rausgehen? Ich glaube schon. Automatische Zielverfolgung. Mit Escape? Nee. Escape, da sieht man ja mal die Übergriffskarte. Ich musste doch jetzt irgendwie. Oder kommt da jetzt eine Meldung gleich, dass ich fertig bin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Einsatz erfolgreich kommt jetzt. Und jetzt muss ich jetzt irgendwie... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Automatische Zielverfolgung deaktiviert. Ob jetzt irgendwie... Ich habe das eigentlich so in Erinnerung, dass da sowas wie eine Nachricht kam. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich da... Ach ja, so sieht der von außen aus. Ich zeig das einfach mal aus Langeweile.
gibt es später auch noch anderes. Hat er auch noch auf uns geschossen, die Sau. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Hallo? Einsatz erfolgreich. Automatische Zielverfolgung. Ha, Bingo! Ziel zerstört. Automatische Zielverfolgung deaktiviert. Wie komme ich denn jetzt hier wieder aus dem Spiel raus? Also aus der Mission? Ich habe die doch aber... Jetzt kommt die Meldung. Und da ziehen wir uns zurück. Ja. Hä? Ihre mangelhafte Leistung ist unverzeihlich. Sie haben ihre Patrouille nicht beendet. Achso. Hä? Ich glaube, das ist irgendwie ein Bug, weil der hat mich jetzt in dem Video gelobt und hier unten steht, ich hätte... Naja, nicht so gut abgeschnitten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir die erste Mission geschafft. Und ja. Nächste Mission gibt es dann einfach in der... Ach Moment, können wir eigentlich schon einen neuen bauen? Wir können den Apokalypse. Können wir den schon bauen? Yes! Den können wir schon bauen. Den haben wir dann in 4 Missionen haben wir den zur Verfügung. Speichern nochmal kurz ab. Und sage an der Stelle Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Earth Siege Folge. Bye bye.